So, hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Runde Station Years. So, wer ist alles da? Hallo Gamekeks, ich grüße dich. Dann hallo Kerstin, hallo Bernie und hallo Odin. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Ja, der Titel sagt schon, die Sucht hat mich gepackt. Ja, das kann man so ein bisschen sagen. Also Station Years hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht die letzten Male und gedacht, da muss ich auf jeden Fall noch mehr Zeit reinsetzen. Und jetzt ein paar Änderungen habe ich vorgenommen. Vielleicht sieht man es auch. Also ich habe die Distanz der Objekte mal höher gestellt, von denen aus ich das sehen kann. Also ich kann jetzt auch ein bisschen weiter die Ressourcen sehen, was ich ganz cool finde. Und noch eine andere Sache habe ich eingestellt. Mal schauen, wann wir das erste Mal mitbekommen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das äußert. Ja, okay, ansonsten, wie ist der Plan für heute? Also, in erster Instanz brauche ich auf jeden Fall jede Menge neue Ressourcen. Da habe ich tatsächlich die letzten Male viel, viel, viel verbraucht und gar nicht großartig was Neues gesammelt. Und da möchte ich auf jeden Fall mal wieder ein bisschen hin, dass wir ein paar mehr Ressourcen hier haben. Und vielleicht dann auch schon Achtung, Richtung... Hunger. Ah, habt ihr es gehört? Einfach mal die Sprache auf Deutsch. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich habe das mal umgestellt. Ich bin gespannt, wie sich das äußert. Ob sich das halbwegs okay angehört. Aber Achtung, Hunger ist okay. Hallo Damage, ich grüße dich. Sucht es da, finde ich super. Damage, erzähl mir mal, wie heißt du auf dem Discord? Ich habe da eine Vermutung, aber ich weiß es nicht. So, du hast einen Endfilter im Anzug. Ja, habe ich, Bernie. Hatte ich letztes Mal schon. Und den würde ich tatsächlich auch gerne da belassen, beziehungsweise... Ich habe das Ganze nochmal im Wiki nachgelesen und eigentlich sollte das funktionieren mit einem Gasgemisch in der Flasche. Auch wie normal halt Atemluft auch. Bis zum Anteil von, was war es jetzt? 75% Stickstoff sollte das kein Problem sein mit dem Atmen. Und das soll auch funktionieren mit einem Stickstofffilter. So, und das ist halt so eine Sache, die ich gerne ausprobieren wollen würde. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ich beim letzten Mal gekommen bin. Da bin ich jetzt nochmal Freelancer natürlich oder der Schlechter vom Boomer. Ah, okay, gut, dann war meine Vermutung auch richtig. Ich finde das immer verwirrend, wenn da draußen das Gas so rumtreibt. Ich denke dann immer, wir haben hier ein Loch in der Base. So, nee, ich habe nämlich hier schon was hingebaut gehabt, einen Gaskanistertank, aber das müsste ich noch erweitern und ich habe 402 Kilopascal. Ich würde das Ganze nämlich gerne ausprobieren. Das interessiert mich aber auch. Ja, eben. Also das möchte ich gerne machen und wir haben noch ein bisschen Druck im Sauerstofftank. Ich hoffe, dass wir es bis dahin schaffen. Wir werden das Ganze jetzt etwas rudimentär aufbauen und gucken, dass wir ein bisschen Druck auf die Flasche kriegen. Nicht zu viel, das wird nämlich das Problem, wenn wir zu viel Druck drauf haben. So, jetzt habe ich die ganzen tollen Sachen hier schon an die Seite gepackt, obwohl ich die brauche. So, das nehme ich auch mal mit. Und die isolierten Rohre, waren das Luftrohre? Flüssigkeit? Bestimmt. Hey Odin, jupp, dich habe ich auch doch auch schon geärgert. Hast du? So, gucken wir mal, ob wir es damit hinkriegen. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Batteriestand niedrig. Also bis jetzt hört sich die deutsche Ausgabe jetzt nicht so kacke an, oder? Da hat sich auf jeden Fall mal jemand mehr Mühe gegeben als bei den Übersetzungen. So, jetzt habe ich das Problem, dass die Rohre hier wahrscheinlich außen sind. Oder sind die drinnen? Ja, die sind nämlich außen. Das ist ein Problem. Das Ding kann ich halt nur anbringen an so einer Wand.
Das ist ein Problem. Wie löse ich das hier drin sinnvoll? Ich könnte... Stimme klingt tatsächlich gut bis jetzt. Ja, ich finde auch. Also das, da haben sie sich auf jeden Fall mehr Mühe gegeben als mit der Übersetzung bisher. So, ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier mitmachen soll. Eigentlich müsste ich hier drin mal erweitern. Was sagen eigentlich die Pilze hier? Das ist jetzt auch eigentlich egal. Nee, ich krieg da Dingen ja nur tatsächlich an so einer Wandhalterung, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann schauen wir halt irgendwie, dass wir das jetzt da dran tüdeln. Wenigstens kurzfristig, dass ich mal irgendwie an atembare Luft rankomme. So. Was möchtest du bauen? Ja. Erzähle ich sofort. Wo ist denn jetzt der Zugang? Der Zugang? Wo war der Zugang? Hello? Ach, der kam von da. Ah, und da ist das Barometer. Okay. Dann kann ich denn da was dran basteln? Ne, kann ich nämlich nicht. Okay, dann hat sich das erledigt. Ich möchte eine Betankung bauen für meine Gasflasche. Und das Problem ist ja, dass... Filter, niedrig. Filter? Ach, das geht. So, dann möchte ich das Ding da hinbauen. Ich erkläre euch gleich meinen Gedankengang, wenn ich das hier irgendwie drangetüdelt bekomme. Das geht nicht, weil das nicht direkt da dran kann. Ja, so, dann ballern wir das jetzt da irgendwie dran. Jetzt kann ich es gar nicht drehen. Doch. So. Könnte das Ding aber auch auf den Boden setzen. Stimmt. So. Und dann hätte ich jetzt gerne das Moped dahin. So, wo ist der Ausgang? Da, ne? Das so? Ja. So. Hallo Frank, hallo Schumann. Mein Gott, wo seid ihr denn jetzt plötzlich alle hergekommen? ja, bei Seven Days. Stimmt. Die Devs wollten das mal einbauen, das ist aber Jahre ungefähr eben jetzt endlich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann das reingekommen ist. Stimme klingeln, das hatten wir. Hallo Schumchen, ich grüße dich. Hallo Frank und hallo Boomer. Und Anmerkungen darfst du gleich machen, wenn ich fertig bin. Und wenn ich Blödsinn gebaut habe, dann, ja, habe ich halt Blödsinn gebaut. So, wo habe ich hier Strom? Da habe ich Strom. Ich muss aber bis nach da kommen. Das ist ein bisschen doof. Was hast du jetzt für ein Leiden? Irgendwie leide ich hier gerade komplett alles. Ist im Sack hier. Hydration. Was haben wir noch? Komm, wir füllen mal halt alles auf hier. Außer Sauerstoff. Das muss jetzt halt ein bisschen... Das dauert jetzt halt ein bisschen. So, dann machen wir jetzt den Tank, den Helm auf. Helm? Wo ist mein Helm? Da. Öffnen. So, dann kann ich auch mal ein bisschen saufen und ein bisschen futtern. So. Essen sieht auch nicht so geil aus. Wie sieht's aus mit den Pilzen? Fruchtbildung. Da müsste ich noch tatsächlich ein bisschen warten. Das heißt, ich nehme noch mal ein bisschen was von meiner Soupe. Nicht so ewig viel. Ich wollte die gerne noch ein bisschen aufbewahren für den Notfall.
So. Kabels. Jetzt habe ich nur 5 Stromkabel. Wie komme ich jetzt am geschicktesten am Strom, ohne ewig viel zu verbrauchen? Damage, ich habe gesehen, dass du gerade viel geschrieben hast. Ich gucke auch sofort. Und im Übrigen, vielen Dank an Frank für das Abo vorhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Im 26. Monat dazu wieder. Ja, ja, beruhige dich. Beruhige dich. Kritisch. Temperatur kritisch. Ach so, deswegen. Bewusstsein niedrig. Beruhige dich, beruhige dich. Das kriegen wir schon hin. Das werde ich nie lernen. Aber es ist okay. Irgendwann werde ich das schon lernen, bestimmt vielleicht. Und wenn nicht, dann sterbe ich. Den Text kannst du ignorieren, Conny. Das ist für die Zuschauer. Okay. So, ich brauche mal eben ein paar Kabel. Im besten Falle habe ich auch noch Kupfer da drin. Nö. Sehr gut. Da habe ich noch ein bisschen Kupfer drin. Und wie sieht's hier aus? Da ist schon alles raus. Den nehmen wir mal hoch. Okay. Ja, es wird langsam alles echt eng hier mit Ressourcen. Ich schmeiß das jetzt alles da rein. So, und ich habe gerade gesehen, dass von Kerstin noch was kommt. Aber viel wichtiger vorher. Schlappohr, vielen lieben Dank auch für dein Abo im 7. Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Und da kommt wieder eine Monsterzahl von der Kerstin. Dankeschön für dein Abo im 26. Monat. Ja, Kerstin und Frank, die haben da immer noch so einen kleinen Battle am Laufen. Wer am längsten und so. Aber ich glaube, ihr werdet... Es wird schwierig, das einzuholen von einem von beiden, beziehungsweise den anderen zu überholen. Kabel. So, die lassen wir jetzt mal eben durchlaufen. Kleinen Schritten zu 30 Monaten. Aber ich gebe hier auch mal denselben Tipp wie bei Boomer damals auf YouTube. Den lese ich mir jetzt nicht durch. Ich wollte nur fragen, was der Pfeil wohl bedeutet. Achso. Text habe ich schnell von woanders. Dieses leichte, penetrante Gepiepe. So. Meine Güte, was ist denn hier los? Ja, die 30 naht. Frank! Bist ja verrückt. Vielen lieben Dank für das Geschenkabo und Zuckerwölkchen. Oh, stopp, stopp, stopp. Verdammt. Das ist der Nachteil an den Dingern, ne? Ich hätte jetzt... ich kann eigentlich auch den Strom innerhalb verlegen. Jetzt habe ich eh genug Kabel dabei. Ja, ich hoffe, der... Lufttank kritisch. Ja, wir haben noch 100 Kilopascal. Das kriegen wir hin. Und zur Not brauche ich hier drin ja nicht atmen. Fällt mir gerade ein. Also, ja, atmen muss ich schon, aber ich brauche den Lufttank hier nicht. Eigentlich können wir das doch generell einfach mal eben machen. So, zack, hier kommt. Dann verbraucht er sich auch nicht. Ja. Au. Jetzt sehe ich halt nicht, was ich hier baue, ne? Das ist halt auch schon wieder ein bisschen AA. Jetzt kriege ich das hier auch nicht abgebaut. Na toll. Ist das richtig rum? Ja. Jetzt dahin. Jetzt muss ich den nur noch nach unten bauen. Ich. So. So ist richtig.
Theoretisch sollte er jetzt Strom haben. Oh nein, ich hab das Ding falsch rumgebaut. Also der Pfeil zeigt ja in die Richtung, die ich es haben will, aber ja, ich bin ein Honk, ey. Und jetzt ist das ganze Stromgedöns hier komplett falsch gewesen. Ah. So ist richtig. Das auch noch so nach vorne haben. So ist gut. Sehr gut. Ah, guck mal, wir schaffen das doch noch heute. So, dann kann ich jetzt hier wieder alles abbauen. Das von außen muss ich gleich mal machen. Irgendwie von außen. Der kann wieder weg. Manchmal zu ungeduldig für dieses. So. Also, was ist der Plan? Der Plan ist jetzt, ich lasse hier ein bisschen Druck durch und stelle das Ding hier, das kann man nämlich, die Volumenpumpe kann man nämlich verkleinern vom Output. Und dann kann ich das passend abstellen. Und das heißt, in kleinen Schritten fange ich an, hier zu bepumpen. So. Jetzt knallen wir das Ding da mal rein. Das ist im Übrigen eine Pumpe. Das heißt, hier ist gleichzeitig auch ein Ventil drin, das den Druck hier quasi festhält. Und es kommt nur was durch, wenn ich das Ding auch anschalte. So, jetzt habe ich da mal kurz was reingelassen. Jetzt gucken wir mal, wie viel Druck wir da drin haben. 20,1 Megapascal. Ja, das ist ein bisschen viel. Wir gucken mal, wie schnell. Oh Gott, das wird. Oh Gott, das könnte jetzt auch voll in die Hose gehen. So, bis 10.000 darf ich. Na, das geht aber tatsächlich, ne? Das Ganze könnte man mit Sicherheit auch noch sinnvoll automatisieren. Wenn ja nicht einen. Ja, ich könnte theoretisch hier den Druck abgreifen, wahrscheinlich. Oh, hätte ich nicht gedacht. Moment, der Kanister. Ah. Moment, Moment, Moment. Ja, du hast es falsch drin. Dann finde ich die Anmerkung nicht schlimm. Wäre eh nichts in die Luft geflogen. Ja, ja, genau. Dann sind die 50 voll bei dir. WTF. Nicht mal gesehen. Krass. Vielen, vielen lieben Dank für den Support, Frank. Damage gab doch noch ein Druckventil. Habe ich falsch in Erinnerung. Kann man easy auch mit der Pumpe machen. Ist am Anfang einfacher wie der... Ja, tolle Wurst. Ich finde das ganz okay so. Also es war jetzt nicht zu schnell. Und man kann es halt schon ganz geil... ganz nett auch... ja, dosieren. Dosieren war das Wort, was mir fehlte. Ich habe halt keine Lust, dass mir zu viel um die Ohren fliegt und dadurch, dass ich hier mit der Pumpe arbeite und den Volumen sehr stark eingegrenzt habe, fliegt mir das nicht sofort um die Ohren. So, ich will halt auch nur nicht zu viel Druck auf der Leitung haben. So, jetzt machen wir mal aus. Das Ding läuft halt immer noch ein bisschen nach. So.
Ist das eigentlich schon das neue Update? Ja, ich spiele auf der aktuellsten Version. So, ich nehme jetzt mal, im Übrigen, ihr könnt das nochmal euch angucken. Wir haben hier ein Gemisch von 80 zu 20. Das Gemisch möchte ich nach Möglichkeit natürlich immer weiter jetzt Richtung, ja, so 70% Stickstoff bekommen. Das wird aber automatisch passieren, sobald ich hier mal neues Wasser nachfülle. 5,16 Liter. Ist jetzt auch nicht so viel. Da könnten wir demnächst auch nochmal wieder ein bisschen Wasser nachfüllen. So. Die Temperatur ist bei 14,3 Grad. Ich denke, das liegt innerhalb des Rahmens, um nicht zu viel Batterie zu nutzen. Jetzt nehmen wir das Ding mal rein. Heißt halt, wir haben jetzt wirklich hier 20% Stickstoff drin. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Filter auch tatsächlich runtergeht. Also laut Wiki, also das englische richtige Wiki, nicht das Ingame-Wiki, soll das kein Problem sein. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Es würde Sinn machen, dass es funktioniert. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal eine Billo-Pumpe, beziehungsweise eine Billo- Station zum Aufladen, was ich ganz nett finde. So, jetzt muss ich den Helm natürlich noch schließen. Zack. Einen schönen Abend an alle zusammen. Hallo Tony, ich grüße dich. Ernsthaft, das war schon eher langweilig, wenn wir ehrlich sind. Quark. Das war nicht langweilig, das war einfach bedacht. Was? Also ihr redet die ganze Zeit von irgendwelchen anderen Sachen, glaube ich. So, das können wir mal anlassen. Das ist okay. Ich kann das auch schon mal wieder tauschen. So. Ja, wichtig ist, dass der Boomer nächste, ich vermute spätestens übernächste Woche, den Valheim-Server anlaufen hat. Weil wir davon ausgehen müssen, dass nächste oder übernächste Woche tatsächlich das Update kommen wird. Server läuft, sehr cool. Freue ich mich drauf, dass wir da mal wieder weiterspielen können. Ich hoffe, der Boomer schafft es dann auch mal wieder zu streamen oder mitzuspielen. Hattest du den Server nicht gemietet gehabt? Oder hast du den jetzt bei dir privat am Laufen? Ja und nein. Was hat dann die IP damit zu tun? Wenn du den gemietet hast? So. Das können wir alles da lassen. Conny macht Werbung für fremde Streamer, sowas aber auch. Ich würde Boomer nicht als fremden Streamer bezeichnen. Wir sind ja ein Team, was da spielt und zockt. Und deswegen, das sehe ich so nicht. So, wie sieht's aus? Wir könnten auch noch mal ein bisschen Treibstoff hier in unseren Jetpack kritisch. Hier haben wir auch ganz schön Druck drauf, ne? Na, es geht. Warum das mir hier im Übrigen egal ist, wenn da mal zu viel reinkommt. Hier habe ich die scheiße Flasche einfach mal zur Not auch noch da hinten getragen. Wenn ich da drin bin und ich schnell raus muss, wird's kritisch. Dann eben, Conny macht Werbung für bekannte Streamer. Ja, das ist ja okay. Leuten, mit denen ich zusammen streame, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und für wen ich hier im Übrigen Werbung mache, ist ja zum Glück mein Bier. Gemietet, nur beim Wiederhochfahren hat es nicht funktioniert. Also, G-Portal genervt, die haben es auf 9 geschoben. Daher. Ah, okay. Gut. So, was ist der Plan? Ich möchte ganz gerne, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen noch mit den... Nee, das kriegen wir mit den Ressourcen nicht hin. Das kriegen wir mit den Ressourcen nicht hin. Aber vielleicht könnten wir das mal nachgucken. Und zwar, es gibt einen besseren Bergbaubohrer. Was bräuchten wir dafür? Stahl, Elektrum, Invar und
Solda. Und ich glaube, das sind alles Stufe 2 Materialien. Das heißt, das sollten wir... Ach so, oh, ich brauche aber die Werkzeugmanufaktur Stufe 2. Okay, dann hat sich das erstmal erledigt. Aber das hätte ich gerne schon mal so auf dem Lötzinn. Warum ist das hier nicht übersetzt? Es gibt doch Lötzinn. Also Lötzinn wurde auch schon übersetzt. Dankeschön, Bernie. Conny, sorry, das war ein Witz. Kenne Boomer ja auch nur über dich. Achso, das mit dem gemeinsamen Station hier ist, ja, das sehe ich momentan nicht. Dafür haben die beiden einfach einen zu krassen Vorsprung bei Station Years. Ich mag das nicht so, mit Leuten zu spielen, die einen erheblichen Wissensvorsprung haben oder einen erheblichen Fortschrittsvorsprung in Spielen. Nicht, wenn ich das selber spielen möchte. Deswegen würde ich, wenn es dieses Jahr dann halt dazu kommt, auch Medieval Dynasty nur mit Leuten spielen, die ähnlich wie ich quasi neu anfangen. So, wir haben hier ein bisschen Platz noch. So, Oxid. Das lassen wir mal hier. So, und dann laufen wir mal. Mal gucken, dass ich hier auch die Werkzeuge, unnötige Sachen hier lasse. Beziehungsweise... Ja, so könnte ich theoretisch noch ein bisschen mehr mitnehmen. So. Was ich auf jeden Fall ganz cool finde, ist, dass wir jetzt ein bisschen weiter sehen können. So. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Eisen. Wir brauchen jede Menge Kupfer. Eigentlich brauchen wir alles, jede Menge. Außer, ich glaube, Silizium hatte ich noch jede Menge tatsächlich. Kommt, wir nehmen ein Stack mal mit. Medieval geht jetzt im Multiplayer? Noch nicht. Es soll kommen. Damage. Da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß zwar noch nicht, mit wem ich spiele. Weil eigentlich habe ich so meine Favoritentruppe für sowas. nur da ist überhaupt noch nichts geklärt, ob und wer und so weiter. Bisschen weiter sehen können. Sandsturm incoming 3, 2, 1. Hunger. Übrigens, da, schaut. Der Stickstofffilter ist runtergegangen. Also es scheint zu funktionieren, finde ich cool. Also macht ja auch Sinn, ne? Aber da die Frage ja im Raum stand, ob das funktioniert, ist dann hiermit auch erklärt, dass es funktioniert. Was ich sehr cool finde. Also das bedeutet nämlich, wir können da auch ruhig von der Prozentzahl höher gehen. Wobei man jetzt auch bedenken muss, ich habe nur 3 Plätze für Filter. Und wenn ich 70% Stickstoff da drin habe, dann wird natürlich auch jede Menge Filterkapazität dafür drauf gehen, dass ich Stickstoff ausfiltern muss. Nee, kommt nicht auch ein Klon von Medieval in Japan raus? Auch mit Koop für 4 Leute? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich freue mich so hart auf Medieval Dynasty. Ich habe das ja mit der Schnupperstunde vor, ja, das ist bestimmt schon ein Jahr her, wenn nicht sogar länger, gespielt. Und wisst ihr, was richtig gut ist? Ich habe gar keinen Dingens drin. Da ist die Base. Ich habe gar keinen Tracker drin. Das heißt, ich sollte mich nicht zu weit von der Base entfernen. Du warst Nitrit, dich brauche ich nicht. Aber ich freue mich da riesig drauf. Also ich habe da so Bock auf das Spiel. Und ich hab es nur noch nicht gespielt, weil zu dem Zeitpunkt der Multiplayer angekündigt wurde. Ich freue mich da wirklich, wirklich, wirklich drauf. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Game. Also wirklich, ich habe es nur 2 Stunden gespielt und mich jetzt am liebsten weitergesuchtet. Also es war einfach mega. Und ich freue mich da richtig, richtig hart drauf.
Oh, Roger, könnt ihr Roger sehen? Interessant. Sengoku Dynasty heißt heute rausgekommen. Könnt ihr die Nachricht von Roger sehen? Würde mich jetzt mal gerade technisch interessieren, ob ihr die sehen könnt. Nein? Okay. Ich weiß nicht, ob Kerstin da ist. Kannst du die freigeben? Ich guck mal eben, ob ich das hinkriege. Du wurdest nämlich, Roger, du wurdest nämlich bei jemand anderem gesperrt tatsächlich. So, jetzt weiß ich nur nicht, wie ich das hier überhaupt deaktiviere. Ach, hat Kerstin das schon gemacht? Dankeschön, Kerstin. Nee, hä? Achso, Jesse hatte mich versehentlich gesperrt, aber schon wieder freigegeben. Ah, okay. Gut, ich wusste nicht, wo dran. Nee, es ist von alleine. Das war anscheinend nur eine Info. Und keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Roger Hallo gesagt, ihr Lieben. Ja, anscheinend war das quasi nur eine Info zur ersten Nachricht, dass du bei Jesse gesperrt wurdest. Ich wollte jetzt aber auch nicht Jessys Namen nennen, solange ich nicht weiß, was da gewesen ist. Ich habe nichts gemacht, ich habe auch nichts gesehen. Alles gut. Achso, du bist wahrscheinlich auch gerade nicht in der Mod-Ansicht, oder? Das muss man ja auch einfach mal sagen, ne, ihr Lieben. Dass der Chat hier sich normalerweise oder eigentlich immer zu 99,999% sich so schön benimmt, dass die liebe Kerstin hier eigentlich nie was zu tun hat. Und folgedessen auch gar nicht unbedingt in der Mod-Ansicht ist. Also es ist sehr schön und angenehm, wie umgänglich hier die Leute immer sind. Und das muss man ja auch mal lobend erwähnen. Es ist längst nicht bei allen so. Wie, keine Mods anwesend? Party doch. Kerstin ist da und so bin ich auch da. Also. Ich hab's halt mittlerweile aber auch die ganzen Shoutouts und sowas automatisiert, weil. Ja. Ich finde, das ist einfach unnötiges Zeug, was man machen muss, was nicht unbedingt einen Mod machen muss, sondern das kann auch einfach mal einen Bot machen. Mod an sich gibt es nicht in der mistigen iPad-App, genau. Aber das muss man auch einfach mal sagen, es ist halt einfach nicht Standard so, dass es hier so umgänglich ist. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön, dass das so ist. Komm, vom Boomer, sorry, da wird sich nicht benommen. Ja, gut, ist jetzt nicht so, als wenn ich hier keine Leute bannen würde, ne, Damage, also. Ich habe hier auch schon Leute gebannt, aber das ist sehr, 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 sehr selten. Mit Ausnahme natürlich von irgendwelchen Bots oder Spam oder so einen Scheiß. Aber tatsächlich gibt es nicht besonders viele Leute, die ich gesperrt habe, aufgrund dessen, dass die halt einfach Müll verbreiten oder Scheiße machen. Aber wir können mal gerne über eine Sache diskutieren. Und zwar, ich gucke mir ja auch selber meine Videos an. Und das ist Eis, ne? Ich glaube, wir nehmen auch noch mal ein bisschen Eis mit, weil das könnte ich nämlich noch mal einfach auch in die Anlage schmeißen. Ja, ich gucke mir auch mal selber meine Videos an, meine Streams gerade, um auch zu gucken, ist alles gerade vom Sound und ja, vom Bild und so weiter in Ordnung, zumindest nach meiner Vorstellung in Ordnung.
Daraufhin ist auch mittlerweile die Schrift im Chat etwas größer. Der Ingame-Sound ist lauter. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wenn ja, gerne mal Feedback geben. Ich habe das letzte Mal schon lauter gestellt und habe jetzt nach dem letzten Stream gedacht, so, es könnte eigentlich auch noch lauter. Dieses Eisenerz denn beschädigt? Es war ein Eisenerz, was wahrscheinlich durch einen Sturm da schon rumlag und dann Schaden gekriegt hat. Also nichts. Ja, was ich sagen wollte ist, da ist mir halt wieder aufgefallen, wie leise dieses Spiel ist, beziehungsweise wie oft es passiert, dass es halt dadurch, dass ich am Nachdenken bin oder so, es echt ruhige Stellen gibt. Weil wenn ich am Nachdenken bin, dann ist es manchmal, normalerweise sollte ich natürlich auch erzählen, was ich mir gerade denke, aber manchmal ist es besser, wenn ich in meinem Denken nicht jeden gequälten Mist einfach wiedergebe, was ich mir gerade so denke. Kann man das nachvollziehen? Es ist manchmal so krasser Kauderwelsch, dass ich euch daran nicht haben lassen will. Und deswegen bin ich halt am Überlegen, ob wir hier mal irgendwie ein bisschen Musik reinbasteln. Das ist normalerweise für mich nie eine Option. Nie. Weil jedes Spiel eigentlich halt irgendwie Musik hat. Mit ein bisschen Soundtrack. Aber dieses Spiel hat es nicht. Null. Und ich bin immer der Meinung, es ist halt ganz geil, auch eine Hintergrundbeschallung zu haben, die angenehm ist. So, wenn ich jetzt irgendwas habe, was halt die ganze Zeit super ätzend, nervig, kacke ist, dann finde ich das auch nicht geil. Aber Musik, die man sich halt wirklich die ganze Zeit anhören kann, die normal ist, die jetzt nicht zu laut ist, finde ich immer eigentlich sinnvoll. Durst, kritisch. Schon wieder? Mein Gott, der säuft doch wie ein Loch, ey. Finde Tonpass, da verstehe. Ein Vorteil für Sound Alerts? Wie meinst du das? Ein Vorteil für Sound Alerts, Frank? Wie kritisch. Sie verarschen? Mal 20%. Wollen wir nicht so rum. Soundfeedback Videos. Game ist halt leise. Feedback Stream deutlich besser. Ja, manchmal ist das besser so. Nein, bitte keine Musik. Ich finde ruhige Phasen eigentlich ganz angenehm. Wenn Musik dann eher Fahrstuhl laut. Naja, stopp. Ich rede hier nicht. Also ihr kennt ja alle Safti. Safti oder Kaffel macht's auch zum Beispiel. Die haben ja irgendwelche freie Musik am Laufen. Das ist nicht das, was ich meine. Wenn ich hier was einfügen würde, wäre das Game Soundtrack. Erstmal, weil ich es meistens angenehmer finde als irgendeine komische. Ich will ja keine richtige Musik spielen. Das ist für mich nicht das Richtige. So, ich finde Game Soundtrack ist geil. So, das ist nicht aufdringlich, das hört sich ordentlich an. Das ist nicht schlimm, wenn es die ganze Zeit läuft. Und ich habe vor allen Dingen auch keine Probleme wegen irgendwelcher Copyright-Geschichten oder so. Also darum geht's mir, Game Soundtrack. Und das wäre halt so die Sache, wo ich danach gucken würde, ob man hier vielleicht einfach von anderen Spielen passenden Game Soundtrack einfügen würde. Passend im Sinne von zum Beispiel Planet Crafter hat ein paar ganz nette Tracks, die ich auch mal ganz gut fand. Da gibt es halt einige Spiele, wo es dann vielleicht was Passendes geben würde. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber hier nie, ich bin absolut kein Fan von freier Musik und hier irgendein Rumgedudel, wenn dann was ordentlich. Stellaris hätte 2-3 Songs, Starbase. Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Also ich würde das jetzt auch nicht einbauen, wenn ihr sagt, nö, muss nicht, finde ich doof oder sonst was. Vielleicht müssen wir auch nochmal im Discord da eine kleine Abstimmung zu machen. Wie man es handhaben sollte. Ich finde, man könnte das halt schon machen. Ich finde es nämlich manchmal auch sehr leise. Aber gut, wenn es jetzt hier die ganze Zeit am Dillit, Dillit, Dillit ist, dann hört man es halt nicht, ne? Aber das könnte ich mir halt vorstellen. Ich bin absolut kein Fan von Rumgedudel. Abstimmung und Beispielen.
Das würde ich halt, wenn dann im Discord machen, nicht hier auf Twitch. Schrubchen zockt Stellaris? Ja, das Schrumpchen zockt ganz viele Sachen, die man sich nicht so vorstellen könnte. Schrumpchen ist auch die ganze Zeit am Leute töten in Sniper Elite. Hätte ich so auch nicht gedacht. So, also wir haben Pilze, die wir ernten könnten, aber wir haben noch keine Samen. Was äußerst schade ist. Ich möchte die Samen gerne mitnehmen. Ich habe noch 9%, das ist wirklich nicht so viel. Das heißt, wir werden uns jetzt hier doch noch mal ein bisschen was wegsnacken. Nicht zu viel. So, Wasser. Also ich denke, ich werde da einfach was im Discord machen. Da könnt ihr dann alle dran teilnehmen. Und vielleicht werde ich halt so ein paar Beispiele geben. Ihr dürft mir da auf jeden Fall auch gerne mal im Games-Channel oder so einfach ein bisschen Soundtracks rüberschicken über YouTube, die ich mir schon mal anhören könnte. Und dann würde ich halt irgendwie eine Playlist oder sowas zusammenstellen und dann könnt ihr da gerne mal drüber abstimmen, ob ihr das geil findet oder nicht oder welche Tracks halt richtig doof sind, die man vielleicht rausnehmen sollte. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Was? Immer noch nein, bitte keine Musik. Wie kommt das, Bernie? Also ich habe ja sonst bei anderen Spielen auch Musik. Im Sinne von Uni oder Valheim oder alles andere, was ich halt auch zocke, hat halt Musik. Was ist dein Ziel gerade? Hallo Chaoswelt, ich grüße dich. Und hallo Taranta. Ich hoffe, ich habe nichts überlesen. Ihr schreibt gerade so viel, dass ich nicht hinterherkomme, weil ich mich tatsächlich sehr viel hier gerade irgendwie aufs Spiel konzentriere. Ich wollte... Das weiß ich jetzt nur nicht, ob das geht. Ich muss mal eben checken, wie viel Druck wir hier drauf haben. 12,1 Kilopascal. Rohre. Rohr. Okay, 6080 Kilopascal. Das sollte also kein Problem sein. Und wir haben hier... ...60.000. Dann sind wir bei 16, okay. Das heißt... Das sollte jetzt kein Problem sein, wenn wir das mal ein bisschen da reintüdeln. Die Frage ist, kann ich das komplett da reinballern? Wir haben Tag. Ah. Wird schon passen, ne? Ich habe die letzten Male immer komplette Sticks da reingeballert. Ja, das ist alles okay. Ich da jetzt eigentlich irgendwo noch einen Dingens dazwischen? So, das ist komplett offen. So, jetzt haben wir das Problem, dass das hier zu kalt ist. Das heißt, wir müssen hier nochmal auf jeden Fall den Schalter anmachen. Dann lassen wir das mal schön arbeiten. Wie sieht es hier aus? 14,3 Grad und im Raum sind 22 Grad, also alles gut. Das können wir so lassen. Zur Not hier auch reinlaufen lassen. So, wir haben mittlerweile haben wir 20,5% Stickstoff, also auch nicht das meiste. Aber ich habe da keinen Schalter, kein Ventil zwischengebaut, ne? Nein. Habe ich nicht. Okay. Kleine graue Fläche zeigt dir den Inhalt Druck. Ach ja, stimmt. Da, dankeschön. Wäre eigentlich auch... Ja, egal. So, was mir jetzt nicht angezeigt wird, ist hier die Temperatur. Dankeschön, Damage.
Dankeschön für dein Abo im zweiten Monat. Vielen, vielen lieben Dank. So. Okay, das wird lustig in 10, was? Schreib mich mal rum, fragen, wer an Wochenenden, Feiertagen Lust hätte auf eine Runde Stellaris. Was der Boomer alles machen will, ne? Der kommt momentan nicht zu einem Stream, aber der hat immer so Riesenpläne. Was ist dein Ziel gerade? Persönliches Ingame-Ziel? Ich habe gerade kein persönliches Ingame-Ziel. Wir waren eigentlich so ein bisschen am Looten der Chaoswelt und ich wurde ein bisschen aufgehalten. Ich wäre für Musik sterben? Nein. Erz ranholen, genau. Hattest du dir eigentlich alles an Zubehör angeguckt, was es im Gas-Wasserbereich gab? Nee, nicht unbedingt. Das Problem ist immer, ich finde es immer so doof an den Druckern, dass es da keine Beschreibung gibt. Das heißt, ich muss ja alles, was ich mir da angucke, müsste ich mir aktiv im Wiki nachgucken. Ich kann das gleich mal zeigen, was ich meine. Das dauert tatsächlich schon echt lange hier, das Aufheizen, ne? Ich glaube, wir werden das mal automatisieren müssen, weil mir das ein bisschen auf den Sack geht, dass ich hier so lange stehen muss. Das wird auch nochmal eine lustige kleine Geschichte für nachher, oder? Einfach mal ein bisschen automatisieren hier. Zeit. Ich habe nächste Woche wohl Urlaub. Was? Helm. Ich hab's nicht ganz verplant. Das ist nicht. Ich frag halt nur, wie ich dich auf ein bestimmtes Item hinweisen kann, ohne es direkt zu machen. Nö. Und mach da ein Schild in Helm zu. Boah, das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, die Pilze wollen ans Licht. Da stand was von Dunkelheit. Nein, Chaoswelt, die wollen kein Licht. Die mögen kein Licht. Beziehungsweise, wie war das mit Pilzen? Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob die kein Licht mögen. Aber sie brauchen es nicht. Richtig? Licht pro Tag 0 Sekunden. Die brauchen halt mindestens 18 Minuten Dunkelheit am Tag. Ich weiß allerdings nicht, was das für ein Problem... Ja, also man macht halt ja kein Licht hin und fertig. Also Pilze auch in der richtigen Welt. Ne? Pilze brauchen kein Licht. Die wachsen auch so. Guckt mal in euren Kühlschrank, da ist auch immer nur selten Licht an. Und der Schimmel kommt trotzdem. Ja, was ich gerade meinte ist, ich scroll hier durch... Und ich habe keinen Plan, wofür sind die Sachen. Ich kann mir manche Sachen halt irgendwie so ein bisschen zusammenreimen, so in welche Richtung es geht. Aber da fehlt mir halt so wie bei Oni zum Beispiel, ich klicke da drauf und habe halt irgendwo eine sinnvolle Beschreibung. Wenigstens eine kurze Beschreibung, wofür das Ding ist. So, wenn ich mir jetzt aber hier anschaue, da gibt es ein Kit Landeplatz Standard. Habe ich keinen Plan, wofür es ist, außer dass es irgendwas mit einem Landeplatz zu tun hat. So, ne? Oder eine Wetterstation. Kann vielleicht ganz nützlich sein, ich weiß es nicht. Da steht nur Wetterstation. Forschungsmaschine ist ja auch noch so ein Thema. Das ist ja tatsächlich gar nicht relevant, wenn ich das richtig verstanden habe, weil wir quasi alles erforscht haben in diesem Modus. Ja, aber das finde ich ein bisschen schade. Da sollten sie meiner Meinung nach ein bisschen nachbessern, dass man wenigstens halt Tooltip-mäßig irgendwie so ein bisschen mehr Info bekommt, wenn man da einfach nur durchscrollt. Weil so ist man gezwungen, sich zu allem, wo man sich nichts drunter vorstellen kann, wirklich im Wiki zu gucken. Und das finde ich sehr... Wie soll man sagen? Es ist zu aufwendig, um das zu tun. Punkt. So, das ist halt ein bisschen nervig. Ich brauche noch hier so einen Sender. Da ist sogar noch Druck drauf. Aber Temperatur ist sehr niedrig. Bei Licht wachsen die Pilze nicht. Ja, das ist eigentlich aber... Ja, gut, kann man jetzt drüber streiten, aber... Eigentlich ist das auch Quatsch. Also, Pilze würden auch bei Licht wachsen. Im Spiel jetzt nicht, aber... Es ist ja wenigstens irgendwo abgewandelt zur
Realität. Aber das ist extra so gemacht, damit das halt leichter ist. So. Ich wollte irgendwas tun. Ach ja, den Sender. Ja, das sind alles noch so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, so, ja, das wird dann halt kommen mit dem, mit irgendeinem Update wahrscheinlich. Ja, auch so ein bisschen Tooltips hoffe ich, dass das mit einbauen. Fände ich auf jeden Fall echt gut, wenn das so wäre. Und ja, mal schauen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Also ihr kennt das Spiel ja schon zum Großteil, zumindest die gerade da sind. Und ich fände so Tooltips einfach schon sinnvoll, wenigstens für eine Kurzbeschreibung. Die Forschung ist sehr, sehr, sehr schlecht umgesetzt in dem Game. Früher hat man auch besser ohne gespielt. Okay. Ja, das war gerade das Problem. Du kennst einen Teil nicht und das hinter einer Kategorie versteckt, was dir das Leben aber einfacher machen würde. Ja. Ich werde sehen. Vielleicht werde ich irgendwann mal irgendwas vermissen oder fragen oder so und dann werden wir es sehen. Ha. So. Ja, Wetterstation könnte doch ganz praktisch für dein Spiel sein. Das Game, ja, das kriegt noch Updates, Chaoswelt. Ui, da gibt es gerade viele Ressourcen. Ich hätte gerne die Option im Game, dass man das HUD richtig programmieren kann und so weiter. Also großflächig Feinheiten reinsetzen kann. Zeit bis zum Sturm. Aha. Keine Ahnung. Hallo Hasso, ich grüße dich. Ich suche immer noch mein nächstes Ziel im Wiki. Aber verstehe deinen Punkt. Tooltips wären schon gut. Ja. Also ich kenn's halt von Uni, ne? Und bei Uni hast du wenigstens rudimentär schon mal stehen, so für wofür sind die Sachen. Ich finde das ganze Wiki und so ja cool und ist ja auch ganz nett bisher aufgebaut. Ich meine, hier und da könnte es vielleicht noch mal ein paar mehr Infos geben, aber einfach so ein grundsätzliches, wofür ist das Ding denn jetzt gerade halt? Ne? Was soll man damit machen? Oder noch besser, oder was wichtig wäre, es gibt ja ganz viele Kits, die wirklich für viele Sachen da sind, ne? Mal jetzt ganz blödes Beispiel, das Kit für die Tankbefüllung, die Kanisterbefüllung. Da ist ja ein kleiner Tank drin, da ist ein größerer Tank drin, wenn du zwei davon hast, und halt die Kanisterbefüllung. Einfach ein Tooltip, wo auch diese zusätzlichen Varianten mit aufgeführt werden. Das wäre halt schon ganz nett. Hallo Salogros, ich grüße dich. Ich leicht an Astronier mit dem Weggraben, um an Ressourcen zu kommen. Habe ich nie gespielt, aber ich habe es gesehen und ich glaube, es ist ähnlich, glaube ich, ne? Gut, es wäre nur am Anfang, dann später würde es definitiv nur noch nerven. Ja, du kannst es ja abstellen. Dann eventuell. Also einfach nur eine kleine Beschreibung dabei. Ich meine, ich brauche die Sachen bei Uni auch nicht, aber sie stören auch nicht. Aber es macht halt den Einstieg ins Spiel deutlich einfacher Damage. Und als Spieleentwickler interessiert mich das doch eigentlich, oder? Dass die Leute halt auch sich ins Game reinfinden können. Sieht nach Mars aus, Herr Braun, Erde nachzuurteilen. Ja, ich spiele auf dem Mars. Ich habe gedacht, so für den ersten richtigen Spielstand habe ich gerne eine Atmosphäre da. Mit annehmbaren Temperaturen und alles. Von daher. Warum habe ich eigentlich kein Jetpack an? Kein Plan, ich brauche es nicht. Das Problem ist halt, dass ich so vieles hinter einen Teil versteckt. Genau, das meine ich, ne? Dass diese Varianten halt, da müsstest du halt definitiv ins Wiki gucken, damit du das siehst. Ja, das stimmt schon. Das ist halt echt ein bisschen schade.
Ich habe ja gesagt, wo ich für mich vorvorletzte Woche alleine gespielt habe. Ich habe so lange gesucht nach dieser Kanisterbefüllung, weil in der letzten Version, in der ich es gespielt habe, war das ein einzelnes Teil. Da habe ich so lange nachgesucht. Das hat mich schon echt aufgeregt. Und ich wusste ja, wonach ich suche. Ich wusste ja auch, dass es das Gebäude gibt, aber ich habe trotzdem halt ewig lang gesucht. Das wäre vielleicht nicht so lang gewesen, wenn es einen Tooltip gegeben hätte. Übrigens, ich finde die Ingame-Wiki-Idee ja auch super. Da man leider all das Interessante eh im Wiki nachlesen müsste. Das Problem ist einfach, Damage, dass du mit dem Wiki auch nicht weiterkommst, wenn du was Bestimmtes suchst und es eine Variante ist, unter Umständen, die vielleicht namentlich auch so benannt ist, dass du nicht drauf kommst. Also das mit den Varianten verstehe ich, warum sie das eingebaut haben. Es macht aber für jeden, der ins Game einsteigt, es nicht einfacher. Außer du bist BSG, dann willst du keinen leichten Einstieg in dein Game. Genau. Jupp, aber ich finde die Ingame-Wiki, das haben wir schon. Auf dem Mars scheint es recht große Goldnuggets zu geben, ansonsten müsste man dort mit einem Heilbanker hantieren. Das mit dem deutschen Namen ist doof, ja, man kann ja Bilder gucken, aber für Beginner ist es... Wie willst du denn Bilder gucken, wenn da nur so ein Kit angezeigt ist? Also das ist Quatsch. Das hilft halt nicht. Wenn ich da ein Bild sehe von einem Kit, außerdem, wer weiß, wie die Sachen halt in dem Spiel aussehen, also... Ich könnte jetzt nicht sagen, wie ein Elektrolyzer auszusehen hat in dem Spiel. Also ich weiß, wie ich da drankommen würde tatsächlich. Aber ja, es ist... Ich finde nach wie vor, dass man halt relativ viel auch nachlesen muss. Und dass... Man könnte es einfacher haben. So, Punkt. Man könnte es einfacher haben. Hallo Lemreier, ich grüße dich. Was mit den deutschen... Achso, das haben wir. Ja, gut, wir brauchen nicht über die deutsche Übersetzung reden, ne? Also, ich finde, sie ist mittlerweile deutlich besser geworden. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, so finde ich doof oder ich würde das Original spielen. Ja, könnt ihr alles machen. Ich nicht. Obwohl, vielleicht ändert sich das demnächst. Ich habe ja ab diesem Jahr... Habe ich ja Englisch in der Schule. Das hört sich immer so bescheuert an, wenn ich das sage. Vielleicht stellen wir einfach irgendwann um, weil ich es lernen muss. dann lerne ich mit euch und ihr könnt euch mein Kauderwelsch und diese wunderschöne Aussprache von mir dann antun. Da könnt ihr euch auch was freuen. Ist das super, oder? Ach, so gar keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Müssen wir auch gleich mal nachlesen, was ich überhaupt alles so für Mischmetalle brauche. Ich habe Englisch auch nur wegen Starbase gelernt. So gesehen lerne ich das jetzt wieder seit 2 Jahren. Könnte auch das Gold... Oh, danke schön, Roger. Danke. Habe ich nicht gesehen. Ich bin hier gerade sowieso irgendwie nur am Quatschen und mache hier alles irgendwie so halb automatisch, so komisch irgendwie in meinem Wahn. Hier gibt es noch mehr Eisen. Ich glaube, Eisen kann ich momentan auch nicht genug haben. Was ich mir auch so in der Base gerade vorstelle, also ich muss jetzt nicht alles mit einer Atmosphäre ausstatten. Also es gibt ja sowieso eine halbwegs sinnvolle Atmosphäre. Also ich brauche jetzt nicht großartig was kühlen oder so. Zumindest nichts an Standardsachen. Aber was ich mir vorstelle, ist halt schon irgendwo ein bisschen ein Kasten drumherum. So, vielleicht damit Sachen halt nicht wegfliegen können, wenn mal Sturm ist. Und was ich mir auch vorstelle, vielleicht so
schöne Beleuchtung. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt deutlich angenehmer ist, wenn man da auch mal einfach ein bisschen Beleuchtung hat an der Base. Ich weiß es nicht. Habe ich nie gehabt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das, dass das Ganze schon deutlich angenehmer wird dadurch. Ich habe nur keine Ahnung, wie die Beleuchtung generell so ist. Ob die sich lohnt oder ob das sowieso TÜNF ist. Aber das werden wir rausfinden. Also ihr wisst zum großen Teil, aber... Einfach quasi eine Halle, wo der Sturm meinetwegen auch durchfegen kann, aber wo die Sachen dann eventuell halt auch nicht wegfliegen können. Leuchten lässt sehr zu wünschen übrig. Ja, ich habe mir das schon ein bisschen gedacht. Licht ist... Ja, es ist immer, schön, wenn der Chat sich super einig ist. Super im Game. Nur probieren, aber ja, testen und selbst entscheiden. Ich finde das immer sehr spaßig tatsächlich, weil hier die Meinungen doch ein wenig auseinandergehen bei der einen oder anderen Geschichte. Aber ja, ist ja auch mal ganz spannend. Batteriestand niedrig. Ich finde das halt sehr interessant, weil im Gegensatz zu Oni, wo ich ja tatsächlich auch deutlich mehr Wissen habe im Gegensatz zu diesem Spiel, ich wäre jetzt in die komplett falsche Richtung geflogen, ne? Heißt ein Batteriestand niedrig. 50%, ja, das ist doch egal. Können wir ja weitermachen. So, Kupfer ist schon wieder echt wenig bei rumgekommen, ne? Wir gehen, glaube ich, gleich los und holen nur mal Kupfer. Hattest du dir mal Forever Skies angeschaut? Ja, hatte ich mir angeschaut, Frank. Sieht vielversprechend aus, aber ja, wann noch unterkriegen. Station ist zum Beispiel war jetzt auch gar nicht geplant, aber es passt gerade noch so ganz gut rein, weil Donnerstag gerade nichts laufen müsste. Normalerweise hätte ich dann wahrscheinlich jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt eher Oni Twitch-Lotterie gespielt. Ja, hau mal raus, Tony. Ich weiß, warum man sie nicht mögen könnte, aber richtig angewendet ist sie eben doch gut, wie im echten Leben auch. Mag die Beleuchtung auch und alles. Alles in vielen Farben. Ah. Bin gespannt, was der Tony schreibt. Der Chat, ich werde es mal erst nicht lesen und der Chat entscheidet dann, ob ich es lesen soll oder nicht. Ah, jetzt habe ich es aus Versehen doch gelesen. Aber das hatte ich auch schon überlegt tatsächlich, Tony, ob ich das mache. Also du meinst jetzt wirklich halt mehrere Gürtel und so weiter und so fort. Da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, aber geht aber ist unnötig. Ja, ich sehe es halt gerade auch so, dass ich sowieso zwischendurch wieder nach Hause muss, so wegen Dingens und so. Und noch bin ich auch nicht so ewig weit entfernt. Jetzt habe ich doch zu viel mitgenommen hier, oder? Nee. Hatte ich überlegt, aber aktuell noch keine Option, weil ich noch keinen Werkzeug-Moped habe. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel Bock ich darauf hätte tatsächlich, dieses ständige Wechseln. Ich hätte halt lieber größere Gürtel tatsächlich. Ja, du kannst auch den Mining Belt zweimal drucken. Ja, genau. Den Mining Belt 2 drucken. Genau, das wäre halt so das, was ich aktuell eher bevorzugen würde. Aber dafür brauchte ich, glaube ich, den
Stufe 2 Drucker und da müsste ich halt erstmal gleich gucken, dass wir an die Stufe 2 Sachen überhaupt drankommen und was ich dafür noch so alles brauche. Kann er das denn schon? Ich weiß, wie ich da drankomme. Also ich habe das mal gesehen in einem Drucker. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass ich weiß, wie es geht mit dem Aufwerten. Ich habe das zwar noch nicht gemacht, aber ich könnte mir vorstellen auch, dass das nicht so... Obwohl... Moment. Also ich glaube, ich habe das hier drin nämlich gesehen. Wie könnte das... Moment, ich höre da was. Rüstung. Meines war hier drin. Ich gucke da mal nach. Ich gucke auch jetzt nicht in den Chat, weil ich schon mir denke, dass da gerade jede Menge kommt von euch. Da. Elektronischer Druckermod. Ich würde schätzen, dass es das Ding ist, was ich brauche. Wie bin ich da drauf gekommen? Gab es nicht irgendwie... Genau, dadurch bin ich da. Ich hatte aus Versehen mal einen Schraubenzieher in der Hand. Und da steht nämlich, du benötigst elektronischer Druckermod in linke Hand, um diese Aufgabe zu erledigen. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas hatte ich gemacht gehabt. Klar, irgendwo Automatisierung oder so ein bisschen rumgetüdelt. Und hatte ich noch einen Schraubenzieher in der Hand und habe das dann gesehen. Dadurch bin ich da drauf gekommen. Boah, also die Stürme sind aber auch manchmal echt so. Oh, hallo! So, ein Moment. So, es bahnt sich gar nichts an. Auf einmal ist ein Sturm da. Oh nein! Ja. Ich glaube, das war's mit dem Stack-Eisen. Ja. Genau deswegen finde ich es halt cool, wenn man vielleicht einfach einen Kasten drumherum baut, so um die Base. Ja, dass sowas halt nicht passieren kann. Also wenn es dann wegfliegt, dann liegt es halt da irgendwo an einem Gitter rum. So. Taranta hat hier rumgespoilert. Frech. Erste Verwarnung. Ihr Lieben, bitte drauf achten, dass ihr nicht anfangt, drum zu spoilern. Also irgendwie muss ich mal drauf kommen und irgendwann werde ich dann auch sagen, so, ey Leute, ich will jetzt irgendwie wissen, wie das geht. Komm, haut's mal raus, wenn ich es nicht irgendwie selber rausfinde. Aber tut mir den Gefallen und lasst mich erstmal selber gucken und nicht großartig anfangen zu spoilern. Ich weiß, dass das schwer ist. Es ist genau wie bei Oni. Dass das super, super, super schwer ist als Zuschauer, der schon viel gesehen hat. Aber ihr müsst mich da einfach leider machen lassen. Ich alles vorgesagt bekomme, habe ich irgendwann keinen Bock mehr auf das Spiel. So. Den findest du nie mehr wieder, nee. Ich hätte 4 oder 5 Stockwerke, schöne Größe und so weiter. Nach dem Update habe ich noch ein Fundament. Ja, ich habe es gesehen gehabt bei Boomer. Das war wegen der Geschichte mit den... wir haben Samen. Das war wegen der Geschichte, dass jetzt die Aggregatzustände sich ändern. Ne? Das habe ich tatsächlich in meinem Minispiel vor 3 Wochen auch gemerkt. Dass, ne, ich glaube, ich habe... Es war das irgendein Gas flüssig geworden durch die Temperatur. Ich glaube, es waren die Abfallstoffe oder so. Und hat mir halt einfach ein Rohr beschädigt. Ich wusste gar nicht, dass es das erst jetzt gibt. Also ich bin davon ausgegangen, dass es das sowieso schon gibt, dass sich Aggregatzustände mit der Temperatur ändert. Aber das ist es doch, ne? Und dadurch sind da halt deine Base auseinandergeflogen, ne? Ich frag wenigstens, ob ich darf. So. Samen, ihr Lieben. Wir haben Samen. Sehr cool. Und vor allen Dingen habe ich jetzt auch
essen. Und ich kriege daraus 3 Stück. So, jetzt werde ich den erstmal wegsnacken hier. Erstmal Helm öffnen. 41, 61, 81. Guck mal, dann kann ich doch einfach hier auch zwischendurch was snacken und dann... Ja, lasse ich es halt so stehen. Und hier könnte ich ja quasi jetzt schon den ersten wieder anpflanzen. So. Kann ich mir jetzt einfach immer was wegsnacken und sobald das leer ist, kann ich mir dann wieder was dazu und da rausnehmen. Ist doch super. So. Das habe ich jetzt hier angebaut. Das bleibt also da. Dann Wasser. Haben wir das auch. Nee, Dingens. So. Kommt's hier? Nee, ich wollte den in meinem Inventar. So, was haben wir noch? Strom. Eigentlich ganz cool, ne? Ich kann jetzt wirklich hier so in meine kleine Base reingehen. Kann hier atmen, kann hier in Ruhe essen, trinken, hab alles da. Ich habe jetzt auch... Ich denke, dass ich jetzt auch grob damit hinkomme. So, ich meine, ich habe jetzt noch 5 Pilze. Bedeutet... Das sind einmal komplett noch 100%. Und das wächst ja in der Zeit auch noch. Und ich muss es ja nicht immer komplett wegschnabulieren, ne? Ich meine, Pilze könnte ich noch aufrüsten, so auf grob 6. Dann sollte es auf jeden Fall langen. So, ich meine, gut, ist jetzt halt kein Konserve so, ist halt nicht ewig haltbar. Aber ich kann es halt immer einfach wegschnabulieren. So, für mich wird das jetzt erstmal echt eine ganze Zeit so auch reichen. So, dann können wir doch wieder raus. Helm zu machen. Ich hab dran gedacht. Ich habe auch meine letzte Base-Lebensupdates verloren. Druck kritisch. Temperatur. Habe ich den jetzt kritisch offen gemacht? Oh, wow. Ich hatte den schon zugemacht und habe den gerade aufgemacht. manchmal bin ich einfach echt ein Horst. Stark. Sehr, 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 sehr stark. Interessant ist, dass wir gerade Sturm hatten und die Temperatur hier nicht, die Batterie nicht komplett geladen ist. Ich habe übrigens überlegt, ob wir die hier noch umsetzen. Ich habe überlegt, ob wir die tatsächlich mal einfach auch hier quasi einfach die Richtung dann lang bauen, weil dann hätte ich hier nämlich noch Platz, so das als Base zu nutzen oder für irgendwelche Klamotten. Ein Conny-Move vom Feinsten. Ja, hallo Horst. Was mit? Ach du, was? Du Scheiße. Ja. Ja, gut, aber es ist halt Early Access, ne? Was sollt ihr erwarten? Also es ist halt doof, aber... Oh, ich muss den Tracker anstellen. Da werde ich nachher auch nochmal schauen, ob wir das Ding nicht irgendwie dauerhaft beleuchten können mit einem richtigen Stromanschluss anstellen können. Das werde ich mir dann nochmal anschauen. Ich hatte beim Update Luck. Meine Base hatte keine Atmosphäre und nichts im Inneren. Vorwarnung oder Downgrade-Möglichkeiten zum Fixen. Ja, gibt's das denn nicht? Gibt es für Stationiers keine Möglichkeit, auf das die vorherige Version zu wechseln? Und halt entsprechende Vorkehrungen zu treffen? Gibt es? Bringt aber nichts. Warum nicht? Hat die noch mehr Gold? Ich glaube, ich habe auch noch gar kein Silber gefunden, ne? Okay, ich will jetzt Kupfer... Kupfer hätte ich gerne, Silber hätte ich gerne. Was fehlt noch? Irgendwas noch nicht gefunden? Bin unschlüssig. Ich fände es auch ganz cool, wenn es hell wäre. Dann würde ich ein bisschen was sehen. Übrigens, ich weiß noch, dass Boomer sich sehr über das Helmlicht immer aufgeregt hat, ne? Ich finde das gar nicht so schlimm.
Aber hast du noch eine Möglichkeit gefunden, um quasi, ich glaube, du wolltest einfach 360 Grad um dich beleuchtet haben, ne? Das Game verursacht das zu fixen, indem es den Druck mittert. Er knallt halt dennoch. Ja. Aber könnt ihr denn nicht auf die alte Version wechseln und es eure Anlagen dementsprechend runterfahren oder sichern? Ich weiß halt nicht, was ihr da für komplexe Sachen gebaut habt, aber sollte doch möglich sein, oder nicht? Ich hätte gern ein richtiges, großes, fettes LED-Lämpchen. So einen schönen 18.000-Lumen-Teil. Aha. Bist du Kupfer? Du bist Kupfer. Hätte übrigens, fällt mir gerade so ein, mich vielleicht noch eine Batterie mitnehmen sollen. Obwohl, ja, zur Not nehme ich hier was aus der Bohrmaschine raus oder so. Die Lampe im Inventar. Ja, ich glaube. Ja, ich hatte das mitgekriegt, dass Boomer da einiges ausprobiert hatte. Weiß aber nicht, allerdings nicht, wie es so ausgegangen ist tatsächlich. Ja, ich weiß, Damage, aber zu der Zeit war ich zufällig eh bei Boomer drin. Weiß nur, dass er sich tierisch darüber aufgeregt hatte. Mal ehrlich, genau, das hat er damals schon gesagt. Man schickt einen Kerl auf den Mars und gibt ihm eine 70er Jahre Glühbirne mit statt eine feste, fette LED. Er ist kein Kupfer mehr, sein Mist. Da ist die Base. Ist komisch, dass ich noch gar kein Silber gesehen habe. Ich finde sowieso, dass ich auch relativ wenig Kupfer tatsächlich hier so in der Gegend habe. Nickel, das nehmen wir auch nochmal mit. Ah, ich hätte aber auch gerne, wirklich gerne den nächsten Miner. Ist hier nichts gerade? Hallo Graffel, ich grüße dich. Ich habe geweint, meine Base ist sofort explodiert, alle großen Gastanzer explodiert, hat die ganze Base mit mir komplett zerstört. Ja, aber könnt ihr denn nicht zurück auf die alte Version mit dem Spielstand? Ist halt wirklich schade, ne? Alles klar bei dir, euch? Ja. Und bei dir? Kennst du das Game, Kraffel? Silber. Ja, es ist Silber. Sehr schön. Ich weiß nur, dass ich das noch für irgendeine Legierung brauchte. Ach, für irgendein Gemisch. Gegenmetall-Gemisch. So. Daran, da ist das Safe Game noch. Du kannst wohl im Safe Game die Tanks manuell leer machen. Man kann zurück, aber man hat keine Möglichkeit, es zu fixen, da man die benötigten Teile nicht hat. Ja, aber kannst du nicht einfach dann halt ein paar Sachen leeren? Na gut, ja, Rohre ist halt schlecht, ne? Rohre ist schlecht. Rohre gehen ja wohl leer zu machen, aber Tanks halt nicht, ne? Beziehungsweise dann würdest du halt auch alles verlieren. Ja, schade natürlich. Nicht selber gespielt, aber ja. Und mir geht's gut. Arbeit zu viel, aber besser so als anders. Ja. Kann ich im Übrigen nur empfehlen, Graffel. Es ist ein schönes Spiel. Es hat meiner Meinung nach sehr viel von Oni in 3D.
Vor allen Dingen für dich so als Anwendungsentwickler kannst du bestimmt lustige Sachen da machen. Oder dass die Dukes manchmal noch mehr Dummheiten machen. Schauen wir mal, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Tanks leer machen? Spinnst du? Ich habe so viel Gas gesammelt, um den Planeten atembar zu machen. Und wenn man dann wohin mit dem Zeug? Ist hauptsächlich Gift und Wasserstoff. Ja, die Atmosphäre. Oder du bringst es halt auf ein Niveau, was unkritisch ist von den Temperaturen. Ja, ich meine, ist nicht das Geilste, aber dann kannst du es halt wenigstens weiterspielen und du müsstest es ja sowieso die Temperatur anpassen im neuen Spielstand. Da ist doch noch irgendwo was. So. Fliegen weiter und suchen nach Kupfer. Ich glaube, da ist Kupfer. Wo ist die Base? Da hinten. Okay. Das ist schon nett, dass ich jetzt weiter sehen kann. Mehr Kupfer. Ich habe es hauptsächlich auf minus 200 bis minus 270, damit mehr in die Tanks passt. Ist halt alles maxed out. So massenhaft Tanks nachrüsten. Ja gut, aber das Spiel sieht das jetzt halt so vor. Also entweder machst du die Arbeit oder du sagst dir, nö, kein Bock drauf. Dann halt nicht. Aber du musst es halt sowieso machen, also von daher... Andererseits hat man so auch mal wieder einen Grund, einfach komplett neu anzufangen und ich finde, gerade bei solchen Spielen ist eine Neustart halt auch mal ganz geil, weil man direkt Sachen anders macht und umsetzt. Wenn man direkt schon so ein paar Sachen im Kopf hat, die man anders machen wird. Oder würde. Ich glaube tatsächlich, dass das hier auch so ein Spiel ist, wo ähnlich wie bei Oni man grundsätzlich alles zu klein macht. Bis man es halt ein paar Mal gemacht hat. War noch nicht fertig mit dem letzten Update, Trader, und wollte noch ein paar Sachen machen. Ah. Was ist das jetzt hier mit Kupfer? Weiß gar nicht, welcher Hund hier das in der Nachbarschaft ist, aber sobald er einen Krankenwagen hört, fängt er an rum zu jaulen wie so ein Wolf. Ich muss das nochmal rauskriegen. So. Gold. Gold könnt ihr auch noch ein bisschen mitnehmen. Mir wurde mal gesagt, ich hätte übertrieben. Ah. Du neigst ja auch immer zu extremen Übertreibungen, Boomer. Grundsätzlich. In jedem Spiel. Von daher kann ich mir das schon wohl vorstellen, dass du tatsächlich übertrieben hast. Guck nicht so. Ist so. Ist ein Fakt. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du nächste Woche Urlaub, Boomer. Das heißt, wenn nächste Woche
das Update da ist. Hildirs Request. Ich hoffe, das war jetzt richtig, Kerstin. Dann, dass du da mitspielst. Ich habe übrigens kein Oxid mehr dabei. Da müsste ich auch noch mal ein bisschen nachholen jetzt. Was ist das? Kobalt? Ah. Jetpack niedrig. Ach. Ich bin auch noch nicht fertig mit Looten. Ja, Hildis Request. Ja, guck mal, ich bin ja manchmal lernfähig, ne? Manchmal, wenn ich Lust habe. Und lernfähig hat auch immer was mit Lust zu tun. Unter der Woche, ja, ginge nächste Woche. Ansonsten hört ihr halt mit 23 Uhr wenig spät für 5 Uhr wieder aufstehen. Alte Mumie und so. Hä? Stell dich mal nicht so an. Außerdem hast du doch bald deinen Führerschein, so in 2 Wochen oder so, und dann ist das doch kein Problem. Dann kannst du doch einfach später aufstehen. Easy. So, ein bisschen Wasserstoff könnte ich auch noch einsammeln. Ach, das ist Silizium. Okay, das könnte ich auch noch mal komplett mitnehmen. Gold habe ich jetzt komplett. Nitrat oder Nitrit? Was ist es jetzt? Nitrat oder Nitrit? Nitrit. So, Oxid habe ich. Das ist Eis, ne? Würde mich mal interessieren, also ich könnte es bestimmt auch irgendwie nachgucken, bis zu welcher Konzentration an Sauerstoff ist es problematisch mit Explodieren. Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe jetzt 20 zu 80, also 80% Sauerstoff, und da würde ich noch ausgehen, dass es schon relativ leicht entzündlich ist. Weil mir tatsächlich noch nie was in diesem Spiel um die Ohren geflogen ist. Im Sinne von Sauerstoff. Was bestimmt aber irgendwie schon wohl Sinn macht. Mittlerweile spielen die Moles noch eine Rolle. Ab einem Mol kann es schon brennen. Die Mischung bringt... Hä? Und die Mischung ist egal, oder was? Aber dann brauche ich ja... Dann brauche ich ja noch eine zweite Komponente. Ist ja jetzt nicht so, als wenn unsere Atmosphäre hier auf der Erde anfangen würde zu fackeln. Das heißt, entweder ist es eine Druck- oder eine Temperaturgeschichte. Also ich brauche ja irgendeine Energie, die das Ganze dann halt freisetzt. Und das ist bei Raumtemperatur, glaube ich, nicht gegeben. Ich lese jetzt gerade mal nicht in den Chat. Also Chemie und physikalisch und so bin ich ja nicht ganz so auf den Kopf gefallen. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass es ja entweder sehr heiß sein muss. Zu kalt wäre Quatsch, weil dann würde es flüssig werden. Ja, oder es muss halt... Ja, eigentlich kann es nur halt nur Temperatur sein. Niedrig. Mein klar, ein offenes Feuer wäre halt was anderes, aber
dann müsste ich halt irgendwie auch... Das ist Quatsch. Also die Erdatmosphäre brennt ja auch nicht einfach komplett weg, nur weil irgendwo ein offenes Feuer ist. Das ist halt Tinef. Was? Ja, ist mit Emotespam. Leute, ich lese gerade eh nicht. Ich mir schon gedacht habe, dass da gerade was kommt. Ja, ihr müsst dran denken, dass ich auch einfach vor mich hin philosophiere. Ihr dürft nicht immer auf meine Fragen antworten. Wenn ich Fragen habe, die ich gerne gewusst hätte, dann richte ich mich explizit an euch. Ihr braucht jetzt hier nicht rumspammen. Und ich habe einen relativ langen Chatverlauf, deswegen bringt das Ganze nichts. Also das, was ihr seht, ist nicht das, was ich sehe. Ansonsten würde ich viel, 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 viel mehr überlesen. Ist nur eine Frage des Spams, ja genau. Oh, was hast du dir gemerkt, Odin? Kann ich im Übrigen nur empfehlen, ich finde das so geil. Ich finde das nach wie vor, ist es ein unfassbares, geiles Feature. Also gerade wer streamt oder der vielleicht auch viel liest, ein dritter Monitor in Hochkant ist total geil. Bin auch schon mal überlegen, ob ich das auch noch mir irgendwie an der Firma zusammentüdel. Mit irgendeinem Billo-Bildschirm. Ich finde das sehr, 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 sehr cool. Und dann ist das auch noch ein Curved, was eigentlich auch gar nicht so unbedingt sein musste, aber was zufällig so geschehen ist. Das sieht so witzig aus, wenn ich da drin rumscrolle. Durch dieses Gecurved habe ich halt oben quasi näher und unten halt näher. Das sieht irgendwie schon sehr freaky aus. So, ich bin immer noch auf der Suche nach ein bisschen Kupfer. Das Geile ist, dass wir jetzt einfach mal irgendwie gefühlte 1,5 Stunden gequatscht haben und nichts fertig gemacht haben. Außer jede Menge gelootet. Aber es dauert tatsächlich auch sehr lange. Ich hätte jetzt vielleicht nicht die Menge looten müssen, aber es dauert halt schon echt lange. Deswegen will ich unbedingt diesen besseren Miner haben. Sehe was, was du nicht siehst, Conny. Was ich nicht sehe? Und das wäre? Also meinst du jetzt auch spielbezogen? Ja, du brauchst einen neuen Ofen, du brauchst einen neuen Miner und illegal war eine Brille. Zwei Muni zum Zocken und Arbeiten, ein Hochkampf für die Übersicht und einen Touch für Blödsinn. Ja, so habe ich es auch. Ich habe zwei vertikale, zwei horizontale, einen vertikalen und mein Handy bzw. ein Touchpad. Ich hätte auch gerne ein bisschen Silber gefunden. Ich laufe hier überhaupt in die richtige Richtung. Geht so. Es ist schon vorteilhaft, so einen Sender zu haben. Nein, bezog sich auf deinen extra großen Chatverlauf. Ah, okay. Bei Boomer in 7 Days habe ich extra Markus geschrieben, um alle Zombies spammen zu können. Ach so, ja. Das war ja auch da angebracht. 5 horizontale und ein vertikal. Wobei der Verti der kleinste ist. So viele bräuchte ich nicht. Ich habe den vertikalen halt auch wirklich schon nur zur Anzeige, ne? Für was anderes ist der nicht da. Auch ganz, ganz selten mal drauf dann. Der ist auch wirklich nur zum Stream an.
So. In erster Instanz. Erstmal hier Batterie tauschen. Dann jagen wir den Ofen mal in die Luft. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Sachen nachgucken. Was wir so mischen müssten. Ja, übrigens. Genug Kohle für. Für einen 200er Stack Stahl. Okay. Was hatte ich gerade mir noch im Kopf gesetzt gehabt? Das wollte ich mal nachschauen. Kit-Tank. 5 Gramm Kupfer und 20 Gramm Stahl. Habe ich das noch? Nein. Fehlt dafür tatsächlich... Tatsächlich das Kupfer. Gut, aber ich kriege ja auch hier noch tatsächlich ein bisschen was auf die Leitung drauf. So ist es ja nicht. Damals im Homeoffice angeboten, habe ich die 2 oberen für die Arbeit laufen lassen, die unteren 3 für das allgemeine. Aha. Hat sich wieder alles verändert, als beim letzten Mal sich Station jetzt gespielt habe. Die passen nicht im Ventilatoren, haben jetzt 2 Bauformen. Endlich. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt, glaube ich. Jetpack kritisch. Das war knapp. So, also das Ding wird mir irgendwann nochmal um die Ohren fliegen, zumindest in der Konstellation hier. Ja, ich hätte eigentlich gerne das ganze Gas halt irgendwo hingespeichert, aber das große Problem ist gerade, ich habe gerade keine Möglichkeit, einen Tank zu bauen. Der Druck ist hier halt noch sehr hoch. So. Ich schau mal kurz, was wir denn überhaupt so brauchen. Barren. Brauche eine 4x4 Kammer. Muss ja nicht viel drin haben. Kostet nur Eisen. Nee. Das finde ich doof. Das kann ich noch nicht herstellen. Da brauche ich 3 Zutaten. Stellit brauche ich 3 Zutaten. So, Stahl ist klar. Lötzinn ist klar. Das ist klar. Nickel, Blei, Eisen in Var. Das heißt ein kritisch bei dir. 20%. Okay, wir gehen nochmal kurz in mein Dingens rein. Ja, dann würde ich gleich gerne mal gucken, dass wir ein bisschen auch was von den Stufe 2 Metallen herstellen. Da müssen wir jetzt allerdings gleich mal wirklich ein bisschen schauen. Und da bin ich auf eure Hilfe ein bisschen angewiesen zum Mitschreiben, dass ihr das mal gleich tut. Das, was ich euch sage, dass ihr es einfach mal mitschreibt, weil dann brauche ich es nicht tun. Es gibt hier keine Möglichkeit, Notizen halt irgendwie zu machen, ne? In Station ist, oder? Die ich mir irgendwo anheften kann. Das sind 40. Passt. Dann nehmen wir einmal die Samen. So. Helm öffnen. So, guck mal kurz, was weggesnackt hier. Wasser. Indirekt, was du dir einen Laptop und schreib da im Codebereich. Ist nicht so das, was ich gerne hätte. Was zur Hölle macht er diesen Sound?
der ist das. Ich wusste gar nicht, dass der Sound macht. Okay. Stellen. Ist nicht auch cool, dass der Sound macht, bis das fertig ist. So. Wie geht's euch denn hier eigentlich so? Sehr gut in Richtung Fruchtbildung. Okay, interessant, weil das Wasser ist ja tatsächlich auch nicht so warm gewesen, ne? Die sind ja locker 10 Grad unter Optimum. Aber tatsächlich scheinen die trotzdem gut zu wachsen. Interesting. So, noch was vergessen? Ich glaube nicht. Raus. Ja, Chat, dann seid ihr jetzt einfach hier meine... Niedriger Druck. Oh! Kritisch. Temperatur kritisch. Beruhige dich. Alles ist gut. Was ich gleich auf jeden Fall auch noch bauen möchte, wenn wir Ressourcen haben, ist eine Zentrifuge. Und so ein... Es gab ja so einen Recycler, den möchte ich gerne auch bauen. So. Ich brauche ein bisschen Kupfer. Das heißt, wir werden das jetzt erstmal ein bisschen anheizen. Ach, dieses Teilen. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. So ein Scheiß. Okay. Ja, das geht so nicht. Ich muss was in der Hand haben. Zwei, drei, vier, vier, mal erstmal vier. Eins, zwei. Er glaubt, er möchte einen Recycler. Ja, ich glaube das. So, wie schaut's aus? Die Temperatur geht hoch. Es könnte schon reichen, dass wir ein bisschen Kupfer schmelzen können. Da können wir einfach mal einen Tank dahinter ballern. So. Noch mal direkt einen 200er Stapel für den Elektro. Oh no. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich... Doch, ich müsste den Kupferbarren da auch reinballern können. Ja, okay. Der Druck ist halt schon hoch. Da kann ich nicht mehr großartig anheizen. So, dann schmeißen wir jetzt raus. Und dann werden wir jetzt da erstmal den Tank... den Tank hinterbauen und ein bisschen... den Druck ablassen. So. Das habe ich nur in den falschen reingestopft, ne? Hm. So. Aus. An. Alles da rein. Nein, falsch. Alles da rein. Alles da rein. So. Kit-Tank. Bau mal. Ich glaube, den habe ich noch nie gebaut. Ich weiß auch nicht, wie groß der ist. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Den gibt es da bestimmt auch halt isoliert, ne? Ja, den gibt es auch halt isoliert. Okay, ich komme da jetzt erstmal mit klar, dass es unisoliert ist. Au. Oh. Okay, das ist ein Feld groß. Das ist... Okay. So. Ist das auch der richtige? Ja. Ja, Flüssigkeit-Tank würde anders aussehen. Bestimmt. Hoffe ich. Dann nehmen wir das mit. Wir nehmen das mit. Wobei ich nicht weiß, ob das...
Dann werden wir da ein bisschen umbauen müssen. Weil ich gerade nicht so sicher bin, wie cool das da ist, umzubauen. So im Sinne von, mir fliegt gleich alles um die Ohren, umbauen. Oder das werden wir jetzt sehen. Entweder es macht jetzt gleich Bumm oder halt nicht so. Die Frage, die ich mir stelle... Na, ist egal. Da habe ich ja schon Dingens dazwischen. Ich möchte eigentlich das Ding dahin basteln. Was gibt es denn eigentlich noch für Ventile? Ein Einwegventil? Okay. Dann haben wir Condensation Valve. Expansion Valve. Okay, erklärt mal eben, was können die beiden? Wofür sind die beiden? Kondensation, also es ist vielleicht für den Übergang zu flüssig. Irgendwie. Und Expansion Valve ist irgendwie was, schätze ich mal, mit Druckverminderung auf größer. Oder so. Ich brauche den. So. Aber das. So, jetzt haben wir auch Platz. Jede Menge Platz. So, was ich noch nicht so ganz genau weiß, ist... Es würde wahrscheinlich Sinn machen, dass ich hinter dem Tank hier ein Ventil setze, um den Druck aufrechtzuerhalten. Weil jetzt habe ich ja das Problem, dass ich quasi den Druck hier auf die gesamte Leitung verteile. Bedeutet, ich mache das Ding da raus... Und ich werde hier jetzt ein Ventil hinsetzen. Oder sogar sinnigerweise vielleicht sogar ein elektronisches Ventil. Hier könnte ich auch ein normales hinsetzen. Ja, machen wir mal. Also ich hätte gerne ein Ventil, so mit Strom und so. Das da. Wie ist denn das? Nee, Volumen? Volumenpumpe. So. Neue Teile. Unter anderem ist das Fehlen dieses Teils der Grund, warum alte Spielstände hochgehen. Ah, okay. Sehr gut. So, ich hätte gerne das hier. Weil damit kann ich den Druck hinter dem Ofen aufrechterhalten, kann ihn aber auch dann ablassen in den Tank. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So, jetzt hätte ich aber trotzdem gerne noch dann Handventil. Da. Hier hätte ich gerne eine Druckanzeige. Dafür muss ich allerdings da erst ins Zwischensetzen. So. Hier bekomme ich keine Anzeige, oder? Nee, bekomme ich nicht. Das ist schade. Dann... Doch vielleicht einfach hier das Ventil hin, statt da vorne. So, hier ein Handventil. Hier kommt das
die Volumenpumpe hin. Richtung kontrollieren. So, jetzt kriege ich den Druck hier auch notfalls rausgezogen. Der ist mittlerweile auch tatsächlich deutlich runtergegangen. Das heißt, da können wir jetzt gleich auch so mit arbeiten. Und hier hätte ich gerne noch ein Ventil dazwischen. Oder brauche ich das zwingend? Zwingend bräuchten tue ich es nicht. Nö, der Druck wird ja jetzt aufrechterhalten, dadurch, dass das hier auch ein Ventil ist, was zu ist, wenn kein Strom drauf. So, dann können wir ja jetzt mal endlich hier richtig Vollgas geben. Also. Eins teilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal an hier. So, wir waren bei Barren. Ich hätte gerne in Var. Das heißt Eisen und Nickel. 50-50. Da brauche ich eine echt hohe Temperatur. 1,2 kk bis 1,5 kk. Hätte ich die schon? Ja, hätte ich. 18 bis 20... Na! Da müsste ich jetzt tatsächlich ein bisschen abziehen an Druck, damit das Ganze funktioniert. Problem! Ja, ich müsste 3 Megapascal runterkriegen. Das Problem ist, ich habe jetzt hier keinen Strom. Das ist ein doofes Problem. Wo ist denn jetzt eigentlich hier der gesprächige Chat geblieben? Seid ihr noch da? Kabels. Filter niedrig. Ach shit, da war ich doch gerade richtig sogar für. 18%, okay, das geht noch. Halt! Wir haben Angst, was zu sagen. Warum Angst? Wieso Angst? Kabel. Wieso denn Angst? Ich das jetzt verstehen, wieso ihr Angst habt, was zu sagen? Spoilerangst. Könnt ihr ja auch so mit mir unterhalten. Dass ich hier irgendwen wegbanne, nur weil er aus Versehen einen Spoiler raushaut, das ist natürlich Quatsch. Aber kann auch sauer werden. Spür. Jetzt am Handy Artefakte anstatt Text im Chat. Dann Bluescreen, am Handy ist Schreiben, Umstände, also halte ich die Klappe. Was? Es gibt einen Strike. Ich hoffe, das war klar, dass es vorhin ein Scherz war mit einer Verwarnung für Taranta, ne? Problem ist, ich sehe hier gerade nicht.
Jetzt habe ich auch zu wenig Temperatur. Okay, vielleicht muss ich es deutlich mehr anheizen und dafür rausballern. Ich werde auch das Ding jetzt hier mal runterstellen. Ich schmeiße da jetzt auf jeden Fall nochmal was rein. Also, flüchtige Stoffe. So. Oxid. Hier, drucktechnisch ist noch alles im grünen Bereich. Dann machen wir noch weiter. So, Temperatur ist jetzt wieder auf dem passenden Stand. Aber wahrscheinlich wird die Temperatur auch runtergehen. Dankeschön, Tony. Aber wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Wenn ich wieder was ablasse. Ich lasse mal laufen. Lass mal schneller laufen. Okay, wie ich die Temperatur runterkriegen würde, weiß ich. Wie kriege ich denn nur die Temperatur hoch? Was passiert denn, wenn ich nur Wasserstoff da jetzt noch reinballern würde? Oh, wow. Genau das wollte ich tun. Hallo! Es ist schon wieder soweit, ne? Hilft jetzt auch nicht so viel. Das doch ist auch lustig. Einfach mal den Hebel. Ja, das wäre jetzt auch nicht so wild. Ich glaube, wir kriegen es so hin. Merkt das Conny vom Spiel gefesselt? Es gab noch keine Pause. Upsi. Ja, die Pause steht ja eigentlich an. 18 bis 20. 1,2. Stopp! 18 bis 20, 1,2. Passt. So. 1 zu 1 Eisen und Nickel. 50er Stick. Nickel, 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 da. Und ganz ehrlich, das finde ich voll cool an dem Spiel. Oh, jetzt hoffe ich, dass die Temperatur trotzdem passt. Nein, sie passt nicht. Sie ist jetzt schon runter, ne? Okay, wir probieren gleich einfach, während das Zeug da drin ist. Probieren wir, die Temperatur zu erhöhen. Gut, da muss noch mehr rein. So. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen dran. Hallo, geh da doch rein. Der kann schon mal wieder angestellt werden. Okay, bin gespannt, wie sich das auf Dauer so verändern wird. So, heiß genug sollte es jetzt sein. Die Frage ist, bleibt es heiß genug bei dem Druck? Es gibt eine Möglichkeit, den Temperatur zu erhöhen. Da bist du vorhin schon vorbeigelaufen. Ist ein neues Feature.
Batteriestand niedrig. Ach, Ruhe jetzt hier. Also ich komme so an mein Ziel, aber es ist wahrscheinlich nicht die sinnvollste Lösung, wie ich das Ganze hier gerade handhabe. So, und ein Barren in Var. Zack, da haben wir ihn. Okay. Dann geht's gleich weiter mit den nächsten, beziehungsweise an meinen lieben YouTube-Zuschauer. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat. Gerne liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi!